Die Linke erklärt die Knappheit mit dem Modewort Gentrifizierung. Wird ein Quartier aufgewertet, verdrängen gut Betuchte die angestammten Bewohner. Der Begriff Gentrification kommt von Gentry, was niederen Adel meint. Als wir von einer Vierzimmerwohnung hören, für die man kurzfristig Nachmieter sucht, fackeln wir nicht lang und ziehen zwei Wochen später ein. Dann droht Annas Mutter, zur Geburt nach Zürich zu kommen. Wir entscheiden uns zur Flucht nach Brasilien. Da wollten wir schon länger hin. Und während Brasilien auf die Welt kommt, erhält den Pass. Das kann nicht schaden, denn es kracht in Europas Gebälk. Rio scheint mir zu touristisch. Wir wählen die Wirtschaftsmetropole Sao Paulo, ohne uns viel vorstellen zu können. Im administrativen Stadtgebiet leben rund 12 Millionen, im Ballungsgebiet von Sao Paulo über 20 Millionen Menschen. Es ist die fünft- oder sechstgrößte Metropolregion der Welt. So genau weiß das niemand. Ständig strömen Neuankömmlinge in die Stadt, viele aus den ärmsten Gegenden, die erst einmal auf Trottoirs oder unter Brücken nächtigen.